Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Also, der Ball rollt hier in Paderborn. Die Fortuna im ersten Durchgang in Weiß von links nach rechts. Der Paderborn, SC Paderborn in Schwarz. Ein schöner langer Ball auf die Außenbahn. Viel Platz und guter Ball in die Tiefe. Ball kommt rein. Und da ist Manu wieder gewesen. Und Skolik mit dem 1:0. Schick rausgespielt. Das allererste Mal, dass die Fortuna hier heute vor das Tor kommt. Viel Platz auf der Außenbahn. Flanke kommt. Skolik lauert und im Rückraum dann der Abschluss und geblockt zur Ecke der ersten der Partie für Fortuna Düsseldorf. Bravo Sanchez da sträflich frei, wenn man jetzt schnell machen würde. Zieht ihn aber direkt aufs Tor und kein Problem für Dennis Gorka. Flanke, Manu kommt da fast an den Ball. Wow! Riesenschuss. Auch das Anlaufverhalten deutlich aggressiver jetzt in Durchgang 2. Aber Düsseldorf macht das gut. Manu, schöne Seitenverlagerung, viel Platz, die Flanke kommt. Und da ist Golik und das 2:0. Quasi das Spiegelbild des ersten Tores von Fortuna Düsseldorf, auch beim 2:0. Paderborn kommt aggressiv aus der Kabine. Aber ich möchte nochmal den Moment nutzen, um hier über Kilian Skolik zu sprechen, der sich da wieder so clever absetzt am zweiten Pfosten. Steht eben da, auch wenn ich dafür einen Euro ins Phrasenschwein zahlen müsste, wo ein Stürmer eben steht. Und die erste wirklich große Chance für den SC Paderborn in Minute 51. Brand viel grüne Wiese vor sich. Nimmt dann nochmal den Außenverteidiger mit. Flanke kommt rein. Im Rückraum viel Platz. Der Abschluss und der Anschlusstreffer. 1:2. Der SC Paderborn verkürzt. Aufs Tor zieht. So ist es. Bravo Sanchez und was eine Parade. Gorka, das Ding auch heiß. Und De Jong fast mit dem Fallrückzieher. Bist du verrückt? Brauchen die Jungs scheinbar ein bisschen Luft. Natürlich die Verletzungsunterbrechungen auch ein Thema. Aber jetzt Manu mit seinem wuchtigen Körper. Macht er es alleine? Er macht es nicht alleine. Findet da den offenen Mann. Abgelegt und Skolik, Hattrick, Hero Skolik. Quasi im Alleingang besiegelt er hier, beziehungsweise besorgt er hier die drei Tore. 3:1 Fortuna Düsseldorf. Vielleicht jetzt wieder die Flanke. Und da wäre De Jong gewesen. Der war wichtig, der Kopfball. Unfassbar wichtig. Starker Zweikampf. Skolik auf die Reise geschickt. Kilian Skolik, macht er sein Tor Nummer 4? Nein! Dann die Unruhe im 16er ausnutzen, einschieben und dann haben wir ein 2:3. Aber wir bleiben im Konjunktiv. Einwurfflanke. Wird verlängert in den Rückraum. Aber keine Gefahr für das Tor von Dennis Gorka. Guter Ball. In den Rückraum, Abschluss und geblockt. Und Petrit, auf dem ich ein bisschen... Nein, ist es gar nicht Petrit. Dann muss ich es jetzt wohl leider zurückziehen. Das war Nishi, der hier den Ball verliert. Ball kommt nochmal durch zu Jascha Brandt. Kriegt den Ball aber nicht drüber, aber Pfosten nochmal. Bocek. Und das war's. Der SC Paderborn verliert das
letzte Spiel im Kalenderjahr 2023 gegen Fortuna Düsseldorf 2. Dank einem überragenden Kilian Skolik nehmen die Gäste hier 3 Punkte mit, der 3 Tore erzielt hat und quasi im Alleingang den SC Paderborn heute ausgeschaltet hat. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.